Nachdem wir im Sommer in unserem schönen Land unterwegs waren, wir waren in Zingst, wir waren in Barth, wir sind mit dem Molly gefahren, sind wir nun hier wieder in Rostock. Also herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Zeitreise. Und im Hintergrund sind Archäologen in Rostock am Werke, um Schätze der Vergangenheit zu bergen. Doch dazu nachher später in unserer heutigen Sendung. Wir wollen Sie wieder mitnehmen in unserer Reise, um auch unsere Schätze zu entdecken. Heute möchte ich Sie bekannt machen mit einem Rostocker Baumeister. Er hat in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wirklich das Stadtbild mitgeprägt. Doch überzeugen Sie sich. Es handelt sich um einen Baumeister, um Heinrich Quade. Viele seiner Bauten stehen heute unter Denkmalschutz, doch der Reihe nach. Geboren wurde er 1866 auf der Fiensdorfer Mühle bei Brodersdorf, etwa 8 Kilometer östlich von Rostock, und wuchs in der dortigen ländlichen Umgebung auf, war aber durch seine zahlreiche Verwandtschaft bereits als Kind häufig in Rostock. So erlebte er hier als 5-Jähriger im Juni 1871 auch die Heimkehr der siegreichen Truppen des Deutsch-Französischen Krieges in die Hansestadt. Hier kam er auch 1873 in die große Stadtschule, die wenige Jahre zuvor, 1867, in ihr neues Gebäude einzog, um eine angemessene Schulausbildung zu erhalten. Er lebte bei der Großmutter in der Hartenstraße, also zwischen Altem Markt und Grubenstraße. Es war auch die Zeit, als noch der Wallgraben um Rostock herum existierte. Die Stadt hatte zu dieser Zeit etwa 38.000 Einwohner. Einer seiner engsten Freunde wurde Friedrich Franz Burchardt, dessen Vater Reeder und später dann von 1870 bis 95 Bürgermeister von Rostock war. Die Familie zog vom Land in die Stadt. Die Mutter besaß ein Korsettgeschäft und wurde vom Großherzog Friedrich Franz II. Zur Hoflieferantin ernannt. Einer seiner Lehrer war während der Schulzeit auch der niederdeutsche Schriftsteller und Lyriker Felix Stillfried. 1883 kauften die Eltern in der Augustenstraße das Haus Nummer 1. 10 Jahre später wurde es wieder verkauft und man zog in die Paulstraße 18. Ostern 1884 verlässt er die große Stadtschule. Für ihn war die Schulzeit zu Ende. Es begannen die Lehr- und Wanderjahre. Das Maurerhandwerk wollte er erlernen. Die erste praktische Ausbildung erhielt er bei der im Bau befindlichen Zuckerfabrik. Die Frauenklinik war die nächste Station. Auch beim Bau des neuen Warnemünder Bahnhofsgebäudes war er als Lehrling dabei. Die Lehr- und Wanderjahre führten ihn unter anderem nach Berlin und Neubrandenburg. Auch Waren an der Müritz gehörte dazu, wo er sich häufig mit Freunden traf. In Eckernförde, nordwestlich von Kiel gelegen, besuchte er die dortige Baugewerkschule, um die Theorie seines Berufes zu erlernen und diese Schule als Baumeister abzuschließen. Baumeister waren zuständig für den Entwurf und die Realisierung eines Bauwerkes. Sie waren also Architekt und Maurer in einer Person. Es war dies die Zeit, als in Rostock große Veränderungen ihren Anfang nahmen. Die Stadt, die bisher wirtschaftlich regional maritim ausgerichtet war, schickte sich an, ihre seit Jahrhunderten bestehenden territorialen Grenzen zu sprengen und sich gewaltig auszudehnen. Dies geschah mit dem Beginn der Bebauung der Kröpeliner Torvorstadt, zunächst am Schröderplatz und sich weiter über den Gertrudenplatz und den Doberanerplatz dahinziehend, sowie mit der Errichtung der Steintorvorstadt. Dieser neue Stadtteil war mit seinen vielen prachtvollen Villen mehr für die reichen und wohlhabenden Bürger der Stadt vorbehalten. Trotz der Niederlage auch in Rostock stärkte die 1848er Revolution das Bürgertum. Es gewann immer mehr an Einfluss. Die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Stadt sowie im ganzen Lande Mecklenburg veränderten sich. Wichtig dabei war der Anschluss an das deutsche Eisenbahnnetz. Für die Stadt Rostock geschah dies 1850. Es begann eine Zeit, die auch in Rostock später als Gründerzeit in die Geschichte eingegangen ist. Eine Zeit, die mit der Reichsgründung 1871 begann und den jungen Heinrich Quade in seiner frühen Entwicklung nicht nur begleitete, sondern ihn mit dem stetigen wirtschaftlichen Wachsen beeindruckte und prägte. Industriebetriebe, allen voran die Neptunwerft, zogen immer mehr Menschen in die Stadt. Sie alle benötigten Wohnraum. Die Wohnungsnot war groß. Aber auch die Innenstadt veränderte ihr Gesicht. All das konnte Heinrich Quade als junger Mensch nicht nur miterleben,
sondern nach seiner Lehre und Ausbildung auch aktiv mitgestalten. Um 1889 leistete er seinen Militärdienst in Rostock beim Füsilierregiment Nr. 90 ab, welches ein Jahr zuvor den 100. Jahrestag seiner Gründung auf dem Rostocker Markt beging. Stationiert war er in der Ulmstraße, die damals am Rande der Kröpeliner Torvorstadt lag. Dafür unterbrach er seine Ausbildung an der Bauschule in Eckernförde für kurze Zeit. Er beendete sie bald mit den besten schulischen Ergebnissen und ging zunächst nach Kiel. Dort freundete er sich auch mit Karl Groth, dem Sohn von Klaus Groth, an, der neben Fritz Reuter und John Brinkmann der bedeutendste niederdeutsche Schriftsteller war. Zu jener Zeit wurde der Kaiser-Wilhelm-Kanal gebaut. An dem Bau der Holtenauer Schleuse war auch er beteiligt. Ihn reizte die Arbeit mit der Architektur, so dass er unter anderem auch in Dresden eine Zeit lang tätig war. Zum Jahreswechsel 1894-1895 kehrte er für immer in seine Heimatstadt nach Rostock zurück, erhielt eine Stelle als Techniker beim Stadtbauamt und arbeitete nicht nur als Bauleiter der Errichtung der Turnhalle der St. Georg-Schule oder der Neuprojektierung der Navigationsschule, sondern verfolgte intensiv seinen Plan der eigenen Selbstständigkeit im Baugewerbe in der Stadt Rostock. Bereits am Ende des Jahres war dies soweit. Er konnte seine eigene Firma gründen. Nun ging es für ihn sehr schnell voran. Er sollte das sich in dieser Zeit neu entwickelnde Rostock mitprägen. 1886 wurde der damalige Lloyd und heutige Hauptbahnhof eröffnet. Das neue Empfangsgebäude auf dem Zentralbahnhof war das erste von der Firma Quade Anfang 1895 fertiggestellte Projekt. Ein Folgeauftrag war der Durchgang zum Bahnpostgebäude. Im Jahr 1896 trat er in einen Kegelclub ein und freundete sich sehr schnell mit dem geheimen Kommerzienrat Gustav Bold an. Dieser war der Besitzer des Rostocker Anzeigers. Im Folgejahr 1897 baute er für ihn einen neuen Flügel für das Druckereigebäude. Im gleichen Jahr entstand auch in der Stephanstraße eine Villa für die Familie Lehmend. 1896 trat er in die große Landesloge der Freimaurer von Deutschland ein. Hier freundete er sich mit dem Gründer des Kaufhauses Zeeg, mit Gustav Zeeg, an. Auf einem der vielen Ball- und Gesellschaftsabende, die Heinrich Quade in diesen Jahren besuchte, lernte er auch seine Frau Margarete kennen, die er im Oktober 1900 heiratete. In der Friedrich-Franz-Straße 81 wohnte die junge Familie. Zu jener Zeit war es überall in Deutschland üblich, den Alpen zu huldigen. In Rostock gab es nicht nur ein Schweizerhaus, sondern auch einen Alpenverein. Heinrich Quade wurde Vorstandsmitglied. Zum Alpenraum hatte er eine ganz besondere Bindung. Der Verein errichtete sogar dort in den Alpen, im Maurertal in Osttirol in 2200 Metern Höhe, eine eigene Hütte, die noch heute den Namen der Stadt trägt. Der große Speicher von Lehmend in der Kuhstraße war eines der wichtigsten Bauprojekte zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Bei der 1881 in Betrieb genommenen kaiserlichen Hauptpost am Wall vis-à-vis des Rosengartens fügte er zur selben Zeit den vielbeachteten Seitenflügel hinzu. 1903 war es das Yachtclubhaus in Gelsdorf, welches besonders bei den Wohlhabenden der Stadt große Anerkennung fand. Die Familie zog 1905 in das eigene Haus in der Friedrich-Franz-Straße 37. Für die Freizeit entdeckte der Baumeister eine neue Leidenschaft, die Jagd. Eine weitere Lieblingsbeschäftigung wurde von da an auch das Reisen. Mit der Fähre über Warnemünde ging es 1907 zur ersten Tour gemeinsam mit seiner Frau nach Kopenhagen. Im Jahre 1908 war es mit dem Bau des städtischen Verwaltungsgebäudes hinter dem Rathaus erneut ein Großauftrag, der ihn wieder in den Mittelpunkt des Rostocker Baugeschehens rückte. Gleich um die Ecke rum, am Neuen Markt, war die Firma Quade in diesem Jahr auch aktiv. Das bekannte Kaufhaus Schomann an der Ecke Ortrund am Schilde gab den Auftrag für einen Ladendurchbruch an seinen Betrieb. Ähnlich war es im Folgejahr 1909. Auch dies wurde wieder ein erfolgreiches Jahr für seine Firma. Unter anderem baute er das Fredersdorf und Bartsche Kaufhaus am Brink, sowie die Villa Zeeg in der Friedrich-Franz-Straße,
die vom bedeutenden Architekten Paul Korff entworfen wurde. Eine Villa, die der Auftakt für weitere sein sollte, die er für finanzkräftige Rostocker erbaute, wie die Villa von Raven in der Stephanstraße 9. Mit der katholischen Kirche am Schröderplatz kam in jenem Jahr 1910 ein Objekt hinzu, welches von da ab das Rostocker Stadtbild bis zu seiner Zerstörung 1971 mitprägen sollte. Ein weiterer bedeutender Architekt jener Zeit, Gotthilf Ludwig Möckel, war hier sein Partner. Und ein zweites Objekt aus jenem Jahr sorgte für große Aufmerksamkeit. Die Rostocker Bank am Hopfenmarkt. Der Architekt dafür war wieder einmal Paul Korff. 1912 wurde ein neuer Auftrag von Fredersdorff und Barde umgesetzt. Ihr zweites Kaufhaus stand nun an der Fischbank. 1913 folgte in der Kröpeliner Straße das Wohn- und Geschäftshaus Selz. Auch die Augustenschule wurde von Quader errichtet. Die Fertigstellung fiel mit der Mobilmachung in Deutschland zum Ersten Weltkrieg am 1. August 1914 zusammen, sodass die Schule zunächst zweckentfremdet als Lazarett dienen musste. In den ersten Kriegsjahren entstanden noch die Fassadenumgestaltung und ein Durchbruch beim Kaufhaus Speiser in der Steinstraße sowie der Bau von Wohnhäusern wie das in der damals sehr beliebten und auch für Neubauten gefragten Augustenstraße. Mit der Nummer 117 entstand das Wohnhaus für Dr. Gerlach und auch am Bau der Chirurgischen Klinik 1915-16 sowie des neuen Pathologischen Instituts war Heinrich Quade beteiligt. Die Klinik des Dr. Scheel in der Augustenstraße stammt ebenfalls aus dieser Zeit. Nach dem Ersten Weltkrieg ging es 1919 weiter mit dem Bau der Brockelmannschen Villa in der Stephanstraße. Ein Jahr darauf konnte er sein 25-jähriges Firmenjubiläum begehen. Es war dies das Jahr des Kapp-Putsches. Heinrich Quade, der mittlerweile der Obermeister der Maurer- und Zimmererinnung in Rostock war, errichtete nach den Plänen des Architekten Korff das Verwaltungsgebäude der Neptunwerft. 1921 baute er mit den Kriegerheimstätten eines der ersten Häuser im gerade entstehenden Brinkmannsdorff. Erst Ende 1924 sollte sich die Firma nach all den Wirren der voraufgehenden Jahre wieder erholen. So entstand 1925 in Warnemünde die Villa Lehmann, die spätere Seewetterdienststelle. Und auch die Vergrößerung der Fabrik von A.F. Lorenz gehörte dazu. Im Jahr darauf dann der große Fabrikneubau des Rostocker Anzeigers von Gustav Bold am Blücherplatz. 1928 war er beteiligt am Bau der Massmannstraße und weiterer Wohnungsbauten für die Stadt. Sein Sohn Heinz steigt mit in die Firma ein. Für Heinrich Quade eine große Unterstützung und Entlastung. Auch der Ladenumbau für die Firma Lorenz am Neuen Markt fiel in dieses Jahr. Im Folgejahr stand unter den weniger werdenden Aufträgen unter anderem der Ladenausbau von Bernstein in der Kröpeliner Straße, Ecke Karthagen. Denn die Weltwirtschaftskrise machte auch um Rostock keinen Bogen und dauerte bis 1932. Besonders im Bauwesen war die Zahl der Arbeitslosen sehr hoch. Zu den wenigen Neubauten, die in dieser Zeit noch entstanden, gehörten unter anderem ein Wohnhaus in der Augustenstraße und ein Achtfamilienhaus in der Klosterbachstraße. Erst 1933 besserte sich die Geschäftslage wieder durch einen Auftrag auf dem Flugplatz Warnemünde. Weitere Bauten für die Heinkelwerke schlossen sich an. Die baulichen Tätigkeiten nahmen wieder einen größeren Umfang an, da sich auch in Rostock die Aufrüstung immer mehr bemerkbar machte. Heinrich Quade zog sich aus dem Baugeschäft fast endgültig zurück und übergab dieses in die Hände seines Sohnes. Die Auftragsbücher waren gut gefüllt. Heinkel, zum Beispiel das Verwaltungsgebäude Marienehe, Arado und Flugplatz Warnemünde standen oben an. Im Jahr 1942 konnten zwar noch zwei Häuser in der Händelstraße vollendet werden, doch das Jahr der großen Kriegsverluste Rostocks war auch für die Quade-Firma das Schicksalsjahr. Die viertägigen schweren Bombenangriffe der englischen Luftwaffe vernichteten nicht nur das eigene Haus, sondern Heinrich Quade musste mit ansehen, wie auch ein Teil seiner Bauwerke zerstört wurden. Er erlebt die Verlogenheit der NS-Propaganda und den Niedergang des Unternehmens. In ihm wächst die Überzeugung, dass der Krieg verloren ist. Er starb 1945. Und wenn Sie, liebe Zuschauer, noch mehr erfahren wollen von diesem
bedeutenden Menschen von Baumeister Quade, darf ich Ihnen das Buch empfehlen. Erschienen im Verlag Redek und Schade hier bei uns in Rostock. Und Sie werden es ganz bestimmt gerne lesen, kann ich Ihnen versprechen. Ich bin hier nicht mehr alleine auf der Grabungsstelle. An meiner Seite ist die Amtsleiterin des Amtes für Kultur, Denkmalschutz und für Museen, Frau Dr. Selling. Hallo. Schön, dass wir miteinander reden können. Frau Selling. Dieser Herr Quade, was bedeutet er heute noch für die Stadt Rostock? Ja, ich leite die untere Denkmalschutzbehörde und natürlich bin ich für die Museen und für die Stadtgeschichte verantwortlich. Und da ist es mir ganz wichtig, dass dieses Zeugnis des hervorragenden Baumeisters auch gewürdigt wird. In der Publikation, in den Ausstellungen natürlich, in den Archiven. Und hoffe, dass wir auch das Erbe so gut vermittelt bekommen an unsere junge Generation. Hier sind die Archäologen dabei, um auch für das Erbe noch ein bisschen Nachschub zu liefern. Was passiert hier gegenwärtig? Oh, in 2 Jahren feiern wir ja 800-jähriges Stadtjubiläum. Wir stehen auf einem Platz der sogenannten Mittelstadt, die 1230 zum ersten Mal erwähnt wurde als Marktplatz, der neue Markt. Und hier standen wunderschöne Häuser. Es ist davon auszugehen, dass, wenn die Archäologen noch weiter graben, hier wirklich aus dem frühen Mittelalter Funde von Häusern zu verzeichnen sind. Wir haben beispielsweise um 1600 ein Grundbuch, so wie wir das heute auch kennen. Und wer hat denn eigentlich hier gewohnt? Das waren Professoren, das waren die Ratsdiener, also damals auch Stadtverwaltung. Ich hätte auch hier wohnen können. Oder beispielsweise gegenüber jetzt von der Volksbank. Da war das Zunfthaus der Pantoffelmacher. Also durchaus ehrenwerte Leute in diesem Quartier, die hier so in einer kleinteiligen, schönen Bebauung mit Geschäften und natürlich mit Wohnen gewohnt haben. So ein zweigeschossige Bauweise. Letzte Frage, wenn das hier alles vorbei ist, da wird hier gebaut. Was wird gebaut und wann geht's los? Ja, wann es losgeht. Es ist der private Investor Rendalswood. Es gab hier auch Diskussionen in der Stadt über den Entwurf der Architektur. Ursprünglich sollte hier ein Hotel entstehen, Einzelhandel. Jetzt ist der Bauherr doch dazu gekommen, er wird eine Tiefgarage bauen. Wir werden also das Bodendenkmal dann nicht mehr haben, deshalb Dokumentation wichtig. Es wird Wohnungen geben, es wird große Einzelhandelsflächen geben. Aber wenn Sie die kleinteilige Struktur des Quartiers sehen, dann erwartet die Bevölkerung, erwarten wir auch, dass es eine kleinteilige Bebauung in der Anmutung ist. Allerdings wird es höher. Die Zeugnisse aus dem 20. Jahrhundert in der Umgebung sind auch höher als die mittelalterliche Bauweise. Also wir haben momentan 4 Geschosser mit einem Staffelgeschoss, oben Wohnungen, Dachterrasse und unten, wie gesagt, ein schönes, hoffentlich vielfältiges Angebot für die Käuferinnen und Käufer. Also kann ich nur vielleicht auch in Ihrem Namen sprechen, liebe Zuschauer, nach Rostock zu kommen, lohnt sich immer wieder. Und wenn das hier fertig ist, ich glaube, das ist ein Knaller. Dankeschön für die Auskünfte. Apropos Knaller, ich hoffe natürlich, dass die nächste Sendung, die wir gemeinsam vorhaben, eventuell auch ein Knaller werden kann. Es ist Herbstzeit, es ist Erntezeit. Vielleicht so viel, es ist die Zeit der süßen Feldfrüchte. Mehr wird nicht verraten. Danke fürs Interesse, Ihnen auch nochmal Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.